Seid gegrüßt, Freunde Ischgards. Danke, dass ihr uns eure kostbare Zeit widmet. Es gibt Dringendes zu besprechen, das nicht für fremde Ohren bestimmt ist. Es ist uns eine Ehre, Großmeister Aemerik. Für eine vertrauliche Unterredung mit euch nehmen wir uns gerne Zeit. Worum geht es? Wie ihr wisst, hat Ischgard mit dem Ableben des Papstes nicht nur sein religiöses Oberhaupt, sondern auch seinen Herrscher verloren. Die gesellschaftliche Ordnung ist aus den Fugen geraten. Gemäß unserer heiligen Gesetze habe ich als Großmeister der Tempelritter stellvertretend die Regierungsgeschäfte übernommen. Doch das kann nur eine Übergangslösung sein. Für gewöhnlich würden sich nun bald die obersten Würdenträger der Kirche und die Fürsten versammeln, um einen neuen Papst zu küren. Doch die Lage ist alles andere als gewöhnlich. Die bittere Wahrheit, die wir ans Licht gebracht haben, hat unseren Staat in seinen Grundfesten erschüttert und die Legitimation des Papstes in Frage gestellt. Wir können... In der Tat. Die Lügen über den Drachenkrieg, die 1000 Jahre verbreitet wurden. Der wahnsinnige Plan des Papstes, mit der Macht eines Primae ewigen Frieden zu erzwingen. Ihr habt dem Volk wirklich Ungeheuerliches enthüllt. Ich hatte durchaus Bedenken, doch mir blieb keine Wahl, außer eine offizielle Erklärung abzugeben. Es wurden die wildesten Mutmaßungen angestellt, erst recht seit die Kriegerin des Lichts auf dem Rücken eines Drachen in die Stadt geflogen kam. Die Abwesenheit des Papstes ließ sich nicht länger verbergen und außerdem wollte ich verhindern, dass irgendjemand Falschinformationen streut, um die Wahrheit in seinem Sinne zu verdrehen. So entschied ich mich nach reiflicher Überlegung für eine schonungslose und umfassende Aufklärung. Doch die Auswirkungen hatte ich offensichtlich unterschätzt. Die Wahrheit entfesselte einen Sturm der Entrüstung, der nun in Ischgard wütet. Indem ich nach bestem Wissen und Gewissen die Machenschaften des Papstes, meines Vaters, vereitelt habe, habe ich auch große Unruhen heraufbeschworen. Enttäuschung und Zorn können schnell in Gewalt umschlagen. In der Tat häufen sich bereits Vorkommnisse, bei denen Kirchenangehörige beschimpft und bedroht werden. Hilda und ihre Anhänger bemühen sich redlich in den Schwaden für Ordnung zu sorgen. Bisher konnten sie die schlimmsten Übergriffe verhindern. Doch wie lange noch? Solange die Lage noch relativ ruhig ist, wäre es das Beste, den Drachenkrieg endgültig zu beenden. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Wir sind Ischgard stets mit Freuden zu Diensten. Doch was können wir zur Beendigung des Krieges bloß beitragen? Begleitet mich zum Trinea-Annex und stellt Kontakt zu den Drachen her. Wollt ihr mit Widofnir sprechen? Ja, wir möchten sie nach Ischgard einladen, um die Versöhnung voranzutreiben. Allein wird Lucia kein Gehör finden, deshalb bitte ich euch, sie zu begleiten und zwischen ihr und den Drachen zu vermitteln. Seit Isel nicht mehr unter uns weilt, seid ihr die Einzigen, denen die Drachen vertrauen. Habt Dank! Ischgard hat in euch wahrlich Treue. Möge Hallone über euch wachen! Wahrheit, die nach der triumphalen Rückkehr der Helden verkündet wurde, versetzte das Volk von Ischgard in Aufruhr. Mit einem Schlag wurde allen Bürgern klar, dass die 1000-jährige Geschichte ihrer Stadt und ihr Glaube auf nichts als Lug und Trug beruhten. Sie fühlten sich ihres Lebenssinns beraubt. Die Leere in ihren Herzen füllte sich mit Angst, Trauer
und Zorn. Zum Glück gab es noch jene, die unbeirrt den Pfad der Rechtschaffenen beschritten, um den Kreislauf aus Krieg und Verzweiflung zu durchbrechen. Sie glaubten fest an eine Zukunft, in der das Volk von Ishgard und die Drachen in Frieden miteinander leben würden. Doch während wir zu Haufen wagten, sann unser Erzfeind im Verborgenen auf Rache. Des Leibes des Azur-Drachenreiters Estinien bemächtigt hatte und nun wieder über die Macht seiner beiden Augen verfügte. So verzweifelt wir uns nach Frieden sehnten, so grimmig wünschte der schwarze Drache Krieg. Und damit war er keineswegs allein.
Hallo. Verzeiht, ich wollte euch nicht warten lassen. Keine Sorge, wir haben uns gerade erst hier getroffen. Darf ich vorstellen? Das ist Krile aus Charlian. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Die Kriegerin des Lichts, nicht wahr? Ich spüre die gewaltige Kraft, die in dir ruht. Es ist mir eine Ehre. Alfino, wie schön, dich wiederzusehen. Kann es sein, dass du in der Zwischenzeit sogar ein, zwei Ilme gewachsen bist? Ja. Krile und ich kennen uns von der Magieakademie in Charlian. Sie war in einem höheren Semester und hat sich ab und an um mich gekümmert. Ab und an? Ständig, wolltest du wohl sagen. Trotz deiner Begabung warst du mit deinen 11 Lenzen ja noch ein Kind, wenn ich dich nicht unter meine Fittiche genommen hätte. Wollt ihr wissen, wie er sich am ersten Tag bei den älteren Studenten vorgestellt hat? Nicht doch, Krile. Das sind doch alte Geschichten. Aha, ist dir das etwa peinlich? Keineswegs. Doch lass uns nicht länger über die Vergangenheit reden. Es gibt Wichtigeres zu besprechen. Bitte, Krile. Zumindest hast du auf deinen Reisen gelernt, dich halbwegs gewählt auszudrücken. Du klingst fast so, als hättest du Respekt vor mir. Na schön. Ich bin nicht gekommen, um den armen Alfino in Bedrängnis zu bringen, sondern um nach den vermissten Mitgliedern des Bundes der Morgenröte zu suchen. Hast du etwa schon eine Spur? Nicht direkt, aber Tataru hat mir viel über das Verschwinden eurer Gefährten erzählt. Und ich kenne eine Methode, mit der ich zumindest einen von ihnen zu finden hoffe. Nämlich Tankred, der durch Yshtolas antiken Teleportzauber entkam, doch seither verschollen ist. Ihn müsste ich aufspüren können. Tatsächlich? Ja, vorausgesetzt Matoya leiht mir ihr Kristallauge. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Das besprechen wir am besten direkt mit Matoya in ihrer Höhle. Thank you.
Ihr schon wieder? Womit wollt ihr mich diesmal belästigen? Aber Matoya, freust du dich denn gar nicht, uns zu sehen? Wir möchten dir doch nur Gelegenheit bieten, uns gute Ratschläge zu erteilen. Ist das nicht deine Lieblingsbeschäftigung? Ich erteile dir gleich Schläge mit dem Besen, wenn du weiterhin so frech bist. Aber du gibst ja doch keine Ruhe, also heraus mit der Sprache. Was wollt ihr von mir? Ehrenwerte Matoya, bitte verzeiht die Störung und gestattet mir, mich vorzustellen. Ich bin Kriele, von Baldesions Gelehrten aus Schalean. Baldesion, dieser alte Narr. Ist die Insel mit seiner gesamten Bibliothek nicht untergegangen? Ja, die Insel Wahl ist im Meer versunken, restlos zerstört durch einen magischen Angriff von unglaublicher Stärke. Ich selbst habe das Unglück nur durch die Gnade des Lichts überlebt. Die Gnade des Lichts? Kriele, hast du etwa auch die Kraft des Transzendierens? Ja, auch ich habe Heidelins Segen empfangen. Wir von Baldesions Gelehrten hatten es uns zur Aufgabe gemacht, die Wunder dieser Welt möglichst allumfassend zu erforschen, um Heidelins Willen und ihr Wirken besser zu verstehen. Aufgrund meiner Gabe war ich prädestiniert für diese Forschung. Darüber habe ich übrigens auch Bekanntschaft mit Minfilia geschlossen, mit der ich mich auf Anhieb gut verstand. Wir haben viel gemeinsam. Das wusste ich alles gar nicht. Ich hätte es dir damals gerne gesagt, aber das Forschungsprojekt war streng geheim. Eine schöne Geschichte, aber was hat das mit mir zu tun? Mit Walds Untergang habe ich die meisten meiner Freunde verloren. Deshalb will ich wenigstens Minfilia und die anderen Exegeten retten. Unbedingt! Matoya, ich vermute, euer Kristallauge ist ein antiker Lichtkristall. Wenn das stimmt, dürfte ich ihn dann benutzen, um meine Kraft zu fokussieren? Interessant. Du hast nicht bloß von meinem Kristallauge gehört, sondern weißt sogar, was sich hinter dem Namen verbirgt. Also gut, einen Moment. Bei Matoyas Weissagungen hat mich das Kristallauge immer wieder fasziniert. Aber ich bin nie darauf gekommen, dass es ein Lichtkristall sein könnte. Im Laufe der Geschichte sind bei schicksalsträchtigen Katastrophen immer wieder Helden mit der Kraft des Transzendierens aufgetaucht und haben große Taten vollbracht. Um diese Helden zu unterstützen, schenkte Heidelin ihnen einen Teil ihrer Macht in Form von Lichtkristallen. Das Kristallauge ist ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit, in der Heidelin noch im Vollbesitz ihrer Kraft war. Deshalb ist es bedeutend mächtiger als alle neueren, heute bekannten Lichtkristalle. In der ganzen weiten Welt gibt es nicht viele Kristalle, die derart rein sind. Als Ätherfokus ist er von unschätzbarem Wert. Die Kraft des Transzendierens ist vielseitig. In mir ist besonders stark die Gabe ausgeprägt, die Grenzen der Sprache zu überwinden. Dadurch kann ich mich nicht nur mit Tieren unterhalten, sondern grundsätzlich die Wenn ich meine Fähigkeit durch das Kristallauge verstärke, kann ich vermutlich sogar Gedanken spüren, die durch die Äther... Einen so aufrechten Wunsch will ich dir nicht abschlagen. Also bitte, solange du das Kristallauge nicht aus meiner Höhle trägst oder fallen lässt, kannst du es benutzen. Habt vielen Dank, Matoya. Dann will ich es gleich versuchen.
Eine Spur verblassender Gedanken führt durch den Finsterwald nach Nordwesten, zu einem gewaltigen Berg. Zoom Aal. Offenbar konnte Tancred dort den Ätherstrom verlassen. Dann lasst uns in Fiederhaag mit unserer Suche beginnen. Die Jäger dort kommen viel in der Gegend herum. Vielleicht hat ja einer von ihnen Tancred gesehen.
Kampflärm. Womöglich sitzt Tankred da drin in der Falle. Los, schnell! Wir werden euch Ashians vernichten und die Geschichte, die ihr verzerrt habt, wieder in Ordnung bringen. Heldenhaftes Gebaren, doch töricht. Glaubt ihr wirklich, so die Welt retten zu können? Das werden wir, Ashian. Das werden wir. Du bist also die Kriegerin des Lichts, die Retterin Eorzeas. Falls du den Primai erledigen wolltest, kommst du zu spät. Wir haben kurzen Prozess mit ihm gemacht. Er hat eine völlig fremdartige Ätheraura. Aber ich spüre keine Besessenheit. Wer seid ihr und warum habt ihr gegen Ravana gekämpft? Los, mal sehen, was die so drauf haben. Dich einzumischen. Wir wollten uns doch nur freundlich vorstellen. Kriegerin des Lichts, merk dir unsere Gesichter.
Wir sind die Krieger der Dunkelheit. Wir beschreiten einen anderen Weg als du, doch unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Die Krieger der Dunkelheit. Was hat das bloß zu bedeuten? Tankred, du lebst! Ich würde gerne in Ruhe mit euch plaudern, doch wir sollten von hier verschwinden, bevor die Gnar zurückkommen. Tankred, eins muss man dir lassen, du hast wirklich ein Talent für dramatische Auftritte. Erzähl schon, was war los? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Ich erinnere mich nur noch an unsere Flucht durch die Tunnel und an ein grelles Licht. Dann muss ich wohl das Bewusstsein verloren haben und plötzlich lag ich irgendwo weit weg im Gebüsch. Es hat etwas gedauert, bis mir klar wurde, dass ich durch einen antiken Teleportzauber in Sicherheit gebracht worden war. Damit hast du mir vermutlich das Leben gerettet. Danke. Ach, Tankred. Allerdings hätte ich mir etwas mehr Komfort gewünscht. So war ich mitten in der Wildnis auf mich allein gestellt. Ohne Waffe und ganz nackt von Kopf bis Fuß. Ein Obsidiansplitter diente mir als Messer, mit dem ich auf die Jagd nach Fleisch und Fellen ging. Es war ein harter Kampf ums Überleben, sag ich euch. Meine Suche nach einer Siedlung führte mich schließlich zu den Wart. Tja, und die haben mir ausgeholfen. Der Erzähler der Wart sprach von einem in Fell gekleideten Mann. Das warst tatsächlich du. Tja, der Anblick hätte euch vielleicht amüsiert. Aber es war einfach nicht mein Stil. Zum Glück konnte ich die Wart dazu bringen, mir Kleidung zu besorgen, die mir besser steht. Dabei habe ich gehört, wie sie über Ravana redeten. Und über Fremde, die Jagd auf ihn machen würden. Also hast du gehofft, dass wir früher oder später in der Nähe des Primae auftauchen würden? Ganz genau. Allerdings hatte ich nicht mit diesen unfreundlichen Gesellen gerechnet. Die Krieger der Dunkelheit? Der Name verheißt nichts Gutes. Ich habe einen kurzen Blick auf ihre Vergangenheit erhascht. Sie kämpften gegen eine finstere Gestalt. Einen Ashien, glaube ich. Sie haben gegen einen Ashien gekämpft und Ravana besiegt. Sie müssen über übernatürliche Kräfte verfügen.
Mund der Morgenröte das Wiedersehen mit dem verlorenen Freund feierte, schmiedeten ruchlose Agitatoren ein niederträchtiges Komplott. Das Großmeister Emmerich als Usurpator brandmarkte und in einem feigen Attentat gipfelte. Entsetzt sah das Volk das Blut des Befreiers zerrinnen und damit die Hoffnung auf eine versöhnliche Zukunft. Das Ende des Drachenkrieges war in greifbare Nähe gerückt. Doch Ishgards Kampf um den Frieden war noch nicht vorbei.